Hallo und herzlich willkommen zu unserer Tierlist im Patch 11.12. Die Zeit vergeht echt rasend schnell, wir haben fast die Hälfte der Season durch und wir schauen uns jetzt direkt die aktuelle Meta an. Starten wir dabei wie immer mit der Top Lane. Wir haben ein Dr. Mundo Rework und ja, Dr. Mundo ist Platz 1. Es ist krass, Dr. Mundo konnte sich bis ganz nach oben arbeiten, er hat aktuell auf der Top Lane die höchste Bannrate, hat Gwen bei Weitem überholt und hat auch die beste Winrate. Also er ist sehr beliebt, haut richtig raus und wird noch oft gebannt, also gerade ein richtiger S-Tier Champion. Dicht gefolgt ist Yorick, er haut auch richtig raus aus der Toplane und kann Mundo super Parole bieten. Also er ist ein Champion, der den easy wegtankt und super dagegen fighten kann. Dann haben wir als letzten Pick noch Garen, er ist immer noch solide unterwegs. Wie gesagt, es gab glaube ich keinen einzigen Patch, wo Garen mal richtig reingesackt hat und man ihn nicht im S-Tier oder im A-Tier gesehen hat. Er ist ein sehr, sehr konstanter und eigentlich der solideste Champion in dieser Season. Also pickt ihn, wenn ihr euch sicher gehen wollt und schon Vertrauen zu ihm aufgebaut habt. Sei es, ihr habt mit ihm mehrere Games gemacht und könnt dadurch richtig rasieren. Im A-Tier haben dann die Champions einen größeren Unterschied, also dort liegen fast 2% dazwischen, was ein sehr großer und guter Abstand ist. Trotzdem sind diese Champions stark, vor allem bei Trundle merken wir, er wurde gebufft und ist direkt aufgestiegen, was natürlich super solide ist. Dann ein Set ist jetzt wieder zurück, er wurde vor mehreren Patches auf der Ultimate gebufft, konnte sich diesen Patch jetzt oder zumindest diesen Buff zu eigen machen und ist jetzt auch dort richtig gut aufgestiegen. Wie gesagt, das zwei Champions, die richtig raushauen. Sonst haben wir in der Reihe nur noch Klett und Ohren. Diese beiden sind auch sehr stark und auch sehr gefährlich, müssen aber etwas mehr gespielt werden können und bei Ohren braucht man vor allem ein gutes Einschätzungsvermögen und man muss im Teamfight immer gut seine Ultimate setzen. Die untere Reihe im A-Tier ist auf jeden Fall spielbar, hat dann nochmal einen kleineren Drop und sind halt alles Champions, die sich nochmal schwieriger tun als die aus der oberen Reihe. Im B-Tier haben wir dann Champions, die einigermaßen schwach sind, aber immer noch spielbar. Vor allem schaue ich da unten auf die Gwen und die Irelia, wenn da Champions irgendwie nicht dagegen spielen können und ihr könnt diese Champions richtig raushauen, dann ja, könnt ihr den Gegner eigentlich aufmachen und ein Game komplett carryen. Das hatte ich auch oft genug und habe auch gegen sowas oft genug verloren. Also glaubt mir, da habt ihr auf jeden Fall eine solide Möglichkeit, mit euren Main Picks die Games zu carryen. Machen wir weiter mit dem Jungle. Und dort hat sich der Trundle Buff komplett durchgesetzt. Er ist Platz 1 im Jungle und verkloppt mit seinem Prügel, was er da hat, richtig hart alle Gegner. Er ist an sich ein sehr starker Champion. Er hat einen guten Jungle Clear, kann sehr früh und sehr effektiv mit seinem Pillar ganken und kann dann auch noch ohne Probleme ins 1v1 oder teilweise auch ins 1v2 gehen. Ab dem Midgame, wenn ihr 2-3 Items habt oder dann auch im Late Game, wenn ihr Full Build seid, könnt ihr dann richtig raushauen und shreddet halt so viel innerhalb kürzester Zeit. Ihr könnt ohne Probleme teilweise Solo Baron starten, ihr könnt die Drake super schnell rushen und habt einfach sehr viel Control über die Map, wenn ihr euren Trundle normal und richtig ausspielt. Also das ist ein sehr, sehr starker Champion zurzeit. Dicht gefolgt ist dann Xing Zhao. Er ist vielleicht etwas schwieriger vom Gesamtkit. Er hat auch nicht so einen geilen Jungle Clear wie jetzt Trundle und ist auch nicht so einfach. Ihr rennt nicht einfach auf die Lane und setzt einen Pillar. Ihr müsst Vollgas reingehen. Ihr müsst dann natürlich performen, müsst für gewisse Skillshots dodgen. Ihr müsst eure Ultimate richtig verwenden. Also da ist vielleicht das Fight Potential da aber halt etwas schwieriger. Sonst haben wir aber hier auch einen soliden Champion. Genauso sieht es dann auch bei Kayn aus. Ihn baut man immer noch auf den Shadow Assassin Build, wo man dann Mana Moon reinsteckt und Gegner one-shottet. Also das ist ein richtig retardeter Champion. Werden wir aber auch wahrscheinlich wieder in den OP-Picks behandeln. Also das ist ein solider Champion, der immer noch stark performen kann und auch eine Konstanz seit fast 5 Patches aufrechterhält. Was natürlich genau so ein S-Tier Champion und einen konstanten Carry-Pick im Jungle ausmacht. Schauen wir dann nochmal kurz ins A-Tier und dort haben wir auch noch solide Champions. Also glaubt mir, Rammus zurzeit super stark, Amumu, Zac, Warwick und Diana. Alle sind von der Winrate sehr knapp dran an den S-Tier Champions und können jederzeit gecounterpickt werden. Also schaut da wirklich drauf, zum Beispiel Rammus into Trundle zu picken. Amumu gegen Kayn, genauso wie Zac, da könnt ihr richtig gut durchziehen. Warwick will gegen Xing Zhao matchen und auch Diana kann man easy gegen Kayn reinstellen. Also das sind richtig gute Counterpicks und damit sind die Champions richtig stark, wenn ihr genau so denkt und so die Champions einloggt. Dann haben wir in der zweiten Reihe des A Tiers, schwächere Champions, aber dafür mehr Fun-Champions, würde ich jetzt mal sagen. Also mir machen zumindest diese Champions in der unteren Reihe wie Vego, Nocturne, Shaco, Master Yi, Evelynn und Fiddlesticks mehr Spaß und können auch härter carry, meiner Meinung nach. Also das sind Champions, die wirklich viel, viel Schaden mitbringen, Gegner one-shotten können und teilweise Teamfights solo carryen oder solo entscheiden können. Ich denke da vor allem an die Master Yi und die Evelynn, also das kann schon ziemlich retarded werden. Sonst hätten wir da aber nur noch im B-Tier absolut abfallende Champions. Da solltet ihr wirklich
aufpassen und richtig gut tryharden können mit denen oder den Insane Counterpick fürs A-Tier haben. Sonst gegen das S-Tier würde ich sie nicht matchen und bleibt am besten beim S-Tier und notfalls bei der oberen A-Tier-Reihe. Dann geht's weiter und ab in die Midlane. Dort haben wir Silas auf Platz 1. Er dominiert immer noch die Kluft. Wir wurden ja letzte Woche gefragt, warum er aufgestiegen ist. Naja, ich weiß es auch nicht ganz. Er ist super konstant die letzten Patches gewesen, hat von mehreren Patches ein, zwei Buffs bekommen, hat sich dann einen Patch Zeit gelassen und ist dann im nächsten Patch richtig Vollgas angestiegen. Dann hat er auch noch den Prestige-Skin bekommen, also kann sein, dass durch diese neuen Skins und diesen neuen Hype auf Silas halt viele gesagt haben, lass mal ausprobieren und dann wirklich seine Stärke entdeckt haben. Also er ist zurzeit ein richtig guter Carry auf der Midlane. Dicht folgen tun ihn da Malzah, HZ und auch Vel'Koz. Also diese sind ihm richtig knapp und dicht auf den Fersen, hauen auch richtig raus, was das angeht. Malzah, ein sehr stumpfer Champion, kommt vor allem hier über die Ultimate und ist da sehr stark, hat guten Wave Clear in der Lane. Dann Z, er hat natürlich ein sehr hohes Outplay-Potenzial, ist gerade so auf seinem Peak, also so weit oben war er schon lange nicht mehr und auch schon über die letzten Seasons nicht mehr. Also er ist zurzeit sehr stark und kann richtig raushauen, wenn ihr ihn spielen könnt. Ist natürlich ein schwerer Champion, kann aber ohne Probleme hier den Vel'Koz matchen, gegen Silas ganz gut antreten und ist auch ein sehr solider Pick gegen Malzah. Ihr müsst natürlich nur um die Ultimate rumspielen. Sonst haben wir ja Vel'Koz schon erwähnt, er ist auch ein sehr starker Poke-Champion. Also er bringt viel Damage mit sich und kann Teamfights über den Poke carryen, aber auch über seine Ultimate, den Super Laser. Also das ist natürlich klar, wenn ihr Vel'Koz richtig umsetzt. Er ist hier auch ein sehr schwerer Champion. Ihr müsst natürlich alle Skillshots treffen, ihr müsst dann eure Ultimate richtig setzen und dürft niemals so weit vorne stehen, weil ihr immobil seid und immer geone-shotted werdet. Das ist ein schwerer Champion, kann aber auch richtig stark carryen. Im A-Tier haben wir dann Champions, die immer noch sehr solide sind. Hier haben wir halt einen größeren Winrate-Drop und nach dem kategorisieren wir unsere Tierlist, also fallen die erstmal etwas ab. Und dort haben wir dann aber auch super solide Champions, wie Yasuo, Katarina, Yone, Heimerdinger und Lux. Wir haben zwar insgesamt keine mittleren Champions, also entweder könnt ihr hier super stumpf und leicht wie Lux und Heimerdinger auspacken oder halt schwer mechanische Champions wie Katarina, Yasuo oder auch Yone. Yone ist da vielleicht etwas leichter, aber trotzdem immer noch schwer genug, um in der Lane umzusetzen. In der Midlane sieht es dann ähnlich aus wie im Jungle. Ihr habt in der unteren A-Tier-Reihe wieder sehr fun Champions, die auch viel Damage mitbringen und nicht wirklich schlecht sind, aber natürlich gegen S-Tier-Champions und A-Tier-Champions wirklich schlechter performen. Somit hier etwas Zurückhaltung und haut doch diesen Champion hier nur raus, wenn ihr gut counterpicken könnt oder wirklich ein Main seid. Ihr müsst ja nicht euren Loss im Ranked forcen. Schauen wir direkt auf die nächste Lane und das wären die ADCs. Dort hat sich sehr, sehr wenig verändert im Vergleich zu letzter Woche. Wir haben immer noch als dominantesten Champion Kog'Maw. Er ist sehr solide und kann mit Lulu am meisten Games carryen. Also er hat hier mit Abstand die höchste Winrate und ist sogar nochmal gut über der Miss Fortune. Als zweites haben wir dann Miss Fortune. Das ist eine kleine Änderung zur letzten Woche. Da haben wir Miss Fortune und Sivir ausgetauscht, denn Sivir ist zurzeit einfach nicht mehr so stark. Insgesamt haben wir dann immer noch das komplett gleiche A-Tier wie letzte Woche, nur von den einzelnen Picks unterschiedlich verschoben. Wie gerade schon angesprochen, Miss Fortune hat so gesehen mit Sivir getauscht, also ist die jetzt im A-Tier, dann Chin hat mit Wayne getauscht, Tristana mit Ashe und Samira ist immer noch ganz hinten in der A-Tier-Reihe. Also an sich genau die gleichen Picks wie letzte Woche. Wir haben nur durch die einzelnen Winrate und Bunrate-Änderungen unterschiedliche Positionen von den einzelnen Picks. Sonst schauen wir nochmal kurz ins A-Tier, zumindest in den unteren Teil des A-Tiers und dort haben wir Twitch immer noch sehr solide. Dann ein Draven, der durch seinen Buff wirklich gut aufsteigen konnte und die Caitlyn verdrängt hat, die ist jetzt nur noch im B-Tier. Und dann haben wir noch eine Jinx und eine Kaiser, die dort immer noch solide unterwegs sind. Im B-Tier möchte ich da nochmal drauf hinweisen, haben wir nicht mehr Aphelios auf dem letzten Platz. Er hat einen Buff diesen Patch erhalten, man sieht es direkt selbst in Bronze und Iron, wo natürlich mechanisch sich teilweise viele Spieler sich schwer tun, haben wir Aphelios jetzt nicht mehr auf dem letzten Platz. Er hat einen starken Increase nach oben, wie gesagt zur Erstellung der Tierlist war er immer noch im B-Tier, kann auch sein, dass er noch ins A-Tier aufsteigt oder bis ans S-Tier vorrückt. Das glaube ich zwar nicht, aber es ist möglich und somit haben wir hier auf Aphelios einen guten Anstieg. Falls ihr Aphelios Main seid, könnt ihr ihn gerne mal wieder auspacken. Er sollte jetzt solider in der Lane stehen. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu den Supportern.
Dort haben wir eine große S-Tier-Reihe und das werden wie letzte Woche Cyrus, Wayne, Zillion. Dazwischen hat sich dann noch eine Sona geschoben und hinten dran die Lulu. Lulu hat nochmal einen stärkeren Increase bekommen, weil sie natürlich dauerhaft mit Kog'Maw Lulu gespielt wird. Und wenn diese Combo funktioniert, weil auch Kog'Maw stark ist und Lulu zu ihm perfekt passt, dann steigt auch Lulu von der Winrate automatisch an. Somit haben wir hier einen Champion, ja, der wegen Kog'Maw bedingt auch ins S-Tier gerutscht ist. Sonst zu den vorderen Champions müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Cyrus ist da etwas der schwierigere Champion, haut aber viel Schaden raus. Swain genauso ist sehr viel auf Poke ausgelegt. Dann haben wir Sona und Zillion mit viel Utility, die natürlich probieren, den ADC so weit wie es geht zu unterstützen. Zillion groß über seine Ult und über sein Speed-Up. Und sonst haben wir hier noch die Sona über die ganzen Heals, den kleinen Speed-Up, die Ultimate. Also da ist viel Potenzial für den ADC drin. In der AT-Reihe haben wir dann Champions, die zurzeit noch richtig stark unterwegs sind. Also da haben wir kaum einen Drop, nur minimale Winrate-Unterschiede. Somit traut euch gerne mal einen Brand rauszuhauen oder auch die Nami auszupacken. Wie gesagt, es gibt halt nur ein bisschen stärkere Champions wie eine Nami zum Beispiel, wenn es um Peel geht. Und das wäre dann entweder eine Lulu oder zum Beispiel ein Zillion oder eine Sona. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, zumindest zur oberen AT-Reihe. In der unteren AT-Reihe haben wir dann immer noch solide Champions und teilweise auch Champions, die mit bestimmten anderen ADCs super gut synergieren oder auf einen bestimmten Spielstil aufweisen. Auch Seraphine ist wieder angestiegen. Ich finde sie eigentlich noch stärker, aber Riot sagt auch, sie ist zu schwach, wir müssen sie buffen und die Winrate zeigt es. Sie ist nicht weit oben und tut sich immer noch schwer. Dann haben wir dahinter viele Hook- und CC-Supporter, Blitzcrank, Thresh und Nautilus und ein Bard, der schwierig zu spielen ist, aber richtig Bock machen kann und auch sehr stark sein kann, wenn man ihn richtig umsetzt. In der unteren Reihe vom B-Tier haben wir dann nur noch so, ja, ich pick sie mal Champions, also ich will vor allem warnen vor Senna und Pyke, die immer sehr krass erscheinen, aber doch sehr schwierig zurzeit zu spielen sind und nicht wirklich stark. Also bleibt doch bitte bei den S-Tier Champions, das sind zurzeit so die Non-Plus-Ultras, die man raushauen kann auf der Botlane und die euch dort am ehesten die Möglichkeit zur Verfügung stellen, das Game so weit wie es geht selber zu carryen, wenn euer ADC mal nicht krass unterwegs sein sollte. Damit sind wir auch am Ende von unserem Tierlist. Heute etwas länger, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet viel mitnehmen, was zumindest die aktuelle Meta angeht und wo jetzt welche Champions von euch stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Serien und vergesst nicht, Hashtag StayUntiltable.